Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Donnerstag, der 18. April 2024. Mein Name ist Norbert Gieso. Ja, in diesen Tagen jetzt, heute Morgen, kommt es zu einem Wandel, einem Wechsel der Energien, zum einen energetischen Wechsel. Das ist nicht nur hier die Jupiter-Uranus-Konjunktion, viel beschriebene, die viel beschworene, die am Sonntag exakt ist, sondern es ist, dass hier aus der Präsenz des Element Feuers mit hier Sonne und Mond in Feuerzeichen in den letzten beiden Tagen jetzt beide Faktoren ins Erdzeichen wechseln werden. Der Mond ist heute über Tag noch im Löwen. Wir können also noch bis 16:10 Uhr können wir noch doppelte Feuerzeichenenergie erleben mit Sonne in dem Widder und Mond im Löwen, aber um 16:10 Uhr wird dann der Mond aus dem Löwen in die Jungfrau wechseln. Und Mond in der Jungfrau haben wir dann schließlich bis zum frühen Sonntagmorgen, ist der Mond in diesem sensiblen, intuitiven, auch sensitiven, integrativen Zeichen Jungfrau. Eins der Zeichen, finde ich, oder das unterschätzteste Zeichen vielleicht im Tierkreis oder eins der unterschätztesten Zeichen, ne, weil in der Jungfrau geht es um die innere Integration, geht es um die Entwicklung von Ganzheit, nachdem der Mond im Löwen sich eher nach außen veräußert hat, ausgelebt hat, wo er viel mit irgendwie seinem Selbstwohl und dem Wohl anderer zu tun hat, gilt es nun, die verschiedenen Stränge, die verschiedenen Energien zu sammeln in der Jungfrau und sie zu integrieren. Und ich unterteile es ja immer gern in die drei großen Bereiche: Körper, Körperlichkeit, Geist, Geistigkeit und Gefühl. Und alle möchten gerne unser Leben bestimmen oder haben ihre Bereiche, in denen sie uns zeigen wollen, wo es lang geht. Und in der Jungfrau gilt es so zu integrieren, dass eben Körper, Geist und Gefühl, dass die nicht gegeneinander arbeiten, sondern dass die miteinander wirken. Und die Energie wird natürlich dann mit Mond der Jungfrau wieder ein bisschen erdiger, naturbezogener. Die Jungfrau liebt ja die Natur und die Tiere. Und da ist es auch ein bisschen von dieser extrovertierten Feuerenergie, geht es mehr in die introvertierte Energie, mehr nach innen. Ja, und auch die Sonne hier jetzt heute im 29. Grad des Widders, des Frühlingszeichens Widders. Diese Sonne wird morgen am Freitagnachmittag um 16 Uhr ins Zeichen Stier wechseln, sodass wir heute bis 16 Uhr noch Sonne und Mond in Feuerzeichen haben und morgen dann am Freitag ab 16 Uhr Sonne und Mond in Erdzeichen haben. Also mal wieder ein starker Wechsel und Wandel, wie ich schon sagte. Ja, morgen dann gibt es natürlich auch ein Tageshoroskop mit den Aussichten zum Wochenende. Morgen haben wir dann Sternzeichen Wechseltag. Heute der letzte reine Tag mit der Sonne im Widder. Morgen beginnt dann der Stier, das sinnliche Zeichen Stier, das sinnliche, erdbezogene Zeichen Stier. Merkur ist weiterhin rückläufig und wir sehen hier, Merkur bewegt sich auf Venus zu, rückwärts, die er dann morgen früh um 11 Uhr erreichen wird. Venus hier auf Mondknoten. Das heißt, es kann in diesen Tagen auch zu Begegnungen kommen mit Menschen, mit denen wir in irgendeiner Weise in Liebe verbunden sind oder waren. Es können auch mal Menschen sein, die aus der Vergangenheit wieder auftauchen. Und mit dem rückläufigen Merkur in Verbindung zur Venus werden stark nochmal Venus-Themen angeregt. Venus-Themen eben Beziehungen und Werte, die der rückläufige Merkur analysiert, in der Tiefe analysieren möchte, um eben herauszufinden, wie kann ich hier diese Bereiche in meinem Leben noch verbessern oder woran liegt's, dass Sicherheit und Beziehung bei mir vielleicht nicht so gut läuft, beziehungsweise wenn es gut läuft, was kann ich tun, um das, was gut läuft, eben auch zu erhalten, dass es weiterhin sich positiv weiterentwickelt.
Ja, und dann natürlich die Konjunktion von Uranus und Jupiter. Die sind jetzt beide im 22. Grad, Jupiter jetzt auch auf 21,12. Am Sonntagmorgen ist es exakt, dann endet der 14-jährige Jupiter-Uranus-Zyklus und direkt ein neuer 14-jähriger Jupiter-Uranus-Zyklus beginnt. Wie ihr ja inzwischen wisst, gibt es ja ein Spezialvideo von mir dazu, auch im Monatshoroskop April habe ich darüber gesprochen. Und es gibt ja viele Aspekte. Ich habe ja innerhalb dieser Woche schon ein paar angesprochen. Ein Aspekt ist auch die Unruhe. Uranus ist ja auch die Unruhe, der Reformator, der Revoluzer, derjenige, der uns in höhere Sphären bringen will, der uns befreien will. Und all das ist natürlich verbunden mit einer gewissen Spannung, mit einer gewissen Unruhe. Und die kann mit Jupiter noch verstärkt werden. Und so kann es sein, dass wir in diesen Tagen eben öftermals unruhig sind, dass wir vielleicht tausend Dinge gleichzeitig wollen, was natürlich auch zum letzten Tag des Widders passt. Und dass wir vor lauter Unruhe und dass wir alles gleichzeitig wollen, irgendwie manchmal viel zu hektisch an die Dinge rangehen. Und wie alle Konstellationen geht auch die vorbei, die aber in sich eben auch die große Möglichkeit bietet, aufgrund auch des Uranus-Jupiter, die Möglichkeit bietet uns eben auch wirklich auf eine andere Ebene zu bringen. Manche sprechen ja von Quantensprung, indem wir uns hier von alteingesessenen Gewohnheiten, Abhängigkeiten, Süchten etc. lösen. Das müssen wir natürlich auch dann tun, man muss dann auch, wenn man sozusagen irgendwie, man muss dann auch springen, so, wenn man in die neue Ebene möchte. Und das wird jetzt hier in diesen Tagen vorbereitet. Ja, also wechselhafte Energien heute und im Morgen und am Wochenende, aber das muss nicht schlecht sein. Da können wir auch einiges Positives für uns wieder mal rausholen. Morgen am Freitag dann die Aussichten zum Wochenende. Ich wünsche uns allen heute einen schönen Donnerstag und sage Tschüss, bis morgen.